Herzlich willkommen zur Wochenendausgabe von BLK Regional TV am Freitagabend. Wir haben ja bereits in unserer Dienstagsausgabe kurz über die Jiu-Jitsu-Landesmeisterschaft in Naumburg berichtet. Heute beleuchten wir die Veranstaltung noch ein wenig näher. Denn es war ja auch eine Premiere für die Domstadt. Meine Kollegin Anja Melior war vor Ort und hat jede Menge Interessantes zu berichten. Wie schon in unserer Sendung am Dienstag berichtet, wollen wir heute noch einmal intensiv und ausführlich von der Landesmeisterschaft im Jiu-Jitsu-Fighting und Duo-System berichten. Erstmals in der Vereinsgeschichte der Naumburger Kampfsportgemeinschaft Tani Otoshi hatte sich der Vorstand um Norman Opitz um die Durchführung eines solchen Events bemüht. Es gelang letztendlich, dass die landesinternen Titelkämpfe ebenfalls in der Domstadt ausgetragen wurden. Na, die Idee war, wir haben früher schon mal jährlich ein Weihnachtsturnier ausgerichtet. Das ist dann ein bisschen im Sande verlaufen und wir wollten mal wieder ein Turnier ausrichten. Und es wurde jemand gesucht, der die Landesmeisterschaft ausrichtet. Und da haben wir letztes Jahr gesagt, das machen wir gerne. Und haben einen passenden Termin gefunden. Und die richtigen Vorbereitungen gingen ein halbes Jahr vorher los. Und wie viele Teilnehmer stellt der Verein selber heute hier als Kämpfer an den Start? Wir stellen selbst 8 Teilnehmer. Der Verein stand mit seinen 30 Mitgliedern nicht allein da. Tatkräftige Unterstützung gab es von der Zeitzer Kampfsportgemeinschaft Jodan Kameh. Wir haben 102 Starter. Wir haben Sportler aus Schönebeck hier, aus Magdeburg, aus Naumburg, dem gastgebenden Verein hier, aus Zeitz. Du bist ja selbst beim Zeitzer Verein, auch als Wettkampftrainer tätig. Wie ist es für dich jetzt nicht auf der Matte zu stehen und deine Schützlinge anzufeuern, sondern eher hier hinterm Laptop die ganzen Ergebnisse auszuwerten? Man ist halt immer ein bisschen hin und her gerissen. Man versucht halt auch mal ein Auge dahin zu werfen, wenn jemand kämpft, den man trainiert. Aber es ist nicht das erste Mal und mit der Zeit gewöhnt man sich halt dran und kann dann halt auch schon mal loslassen. In der Gewichtsklasse Senioren bis 69 Kilogramm kam es zum vereinsinternen Fight zwischen Jascha Salmanov, Tom Kornblum und Ismail Botoy. Salmanov konnte sich bereits mit einem Weltmeistertitel schmücken und ist nun ebenfalls Landesmeister. Es ist ja eine Gewichtsklasse, die von Zeitzern dominiert wird. Wie macht ihr das untereinander aus? Kämpft ihr schon? Zieht ihr durch? Oder habt ihr eure Vereinbarung, wer gewinnen darf? Nein, also die Landesmeisterschaften sind ja jetzt nicht unser Wettkampfhöhepunkt. Also hier gilt es noch, sich auszuprobieren, Techniken, die man neu gelernt hat, hier anzuwenden in meinem Kampf. Und von daher kämpfen wir hier jetzt nicht 100%, sondern gucken eher, dass wir uns nicht verletzen und hier ohne Verletzungen halt durchkommen. Klingt, als wäre es ein bisschen eine Trainingseinheit, die aber nebenbei noch den Effekt hat, Landesmeister werden zu können. Ja, also wir haben so oft schon gegeneinander gekämpft, das ist sozusagen schon Routine. Wir haben wahrscheinlich schon 20, 30 Kämpfe gegeneinander gemacht und dann zusätzlich noch beim Training, also da ist fast schon Alltag. Die deutsche Meisterschaft sieht dann auch wieder so aus, dass fast alles nur unter Zeitzern ausgemacht wird oder ist da die Konkurrenz tatsächlich größer? Also zur deutschen Meisterschaft ist dann auf jeden Fall viel mehr aus dem Westen und da hat man bis zu 16 Starter in der Gewichtsklasse, dann sind wir wahrscheinlich die einzigen zwei Starter aus Zeitz, deswegen wird es dann auch nochmal viel spannender und dann sind wir natürlich auch nervöser und brauchen dementsprechend auch Jan als Trainer an der Matte, das ist dann nochmal was ganz anderes, ganz anderer Flair. Auch beim Naumburger Verein gab es neue überglückliche Landesmeister. Hanna trainiert in Naumburg, wie lange trainierst du denn schon? So, bestimmt schon ein Jahr. Ein Jahr erst und dann hast du jetzt heute hier alle Gegner platt gemacht und hast alle beide mit technischen K.O. besiegt? Ja. Ja. Wie war das für dich? Schön. Bist du stolz? Ja. Ja. Deine erste große Medaille oder hast du schon ein paar zu Hause hängen? Vom Jiu-Jitsu nicht, aber ich habe vom Jiu-Jitsu schon eine Urkunde. Technisches K.O. Das heißt im Jiu-Jitsu, dass man in jedem Part einen Ippon hat. Part 1 sind die Schlag- und Tritttechniken, Part 2 die Würfe und Part 3 die Hebel- oder Haltetechniken am Boden.
Sie hat innerhalb kürzester Zeit in allen Parts gepunktet und den Kampf somit vorzeitig für sich entschieden. Auch bei den Zeitzern freute sich eine junge Dame über ihren ersten Landesmeistertitel. Drei Konkurrenten aus Schönebeck in der Gewichtsklasse U18 bis 31 Kilogramm hatte Lotta Marie Pfeiffer. Du startest für den Zeitzer Verein. Wie ist es denn für dich gelaufen? Gut. Gut heißt, du hast alles gewonnen oder hast du auch mal was einstecken müssen? Alles gewonnen. Alles gewonnen? Gegen wie viele Gegner musstest du kämpfen? 3. Wow, Respekt. Wie geht's der Mama da bei solchen Kämpfen? Mama ist ganz stolz. Man fiebert immer mit und ich freue mich, dass er heute Gold geholt hat. Super. Keine Angst vor blauen Augen oder Brüchen oder wie auch immer, weil es geht ja doch manchmal schon sehr hart zu. Ja, wenn man so einen Sport macht, dann muss man auch einstecken können. Ne? Man teilt ja auch aus. Weltmeisterlich wurde es auf der Matte, als es um die Titelkämpfe im Duosystem ging. Marie Stange und Pauline Motes vom PSV Bernburg standen für ihre Showkämpfe parat. Auch Kevin Zoch und Sascha Seuss aus Zeitz hatten sich bereit gemacht. Die beiden Duo-Teams kämpften vor kurzem noch in Athen bei der Junioren-Weltmeisterschaft. Für die Bernburger Mädels war es ein Riesenerfolg, sie sicherten sich den Vize-Weltmeistertitel. In Naumburg wurden die Mädels und Jungs in dieselbe Gewichtsklasse gesteckt. Heute mal nicht in Athen, sondern nur in Naumburg. Wie geht's euch nach der Weltmeisterschaft? Wie ist es für euch gelaufen? Ja, wir haben den 5. Platz erreicht. War sehr anstrengend, also ein ganz anderes Klima als hier. Viel härtere Gegner und das war ja ein kleinerer Wettkampf. Okay, trotzdem habt ihr heute natürlich auch wieder alles gegeben. Wie ist es gelaufen? Ja, also an sich bin ich eigentlich relativ zufrieden. Der letzte Kampf hätte jetzt natürlich für uns laufen können, aber an sich ja, bin ich ganz zufrieden. Wie läuft es jetzt bei euch in Zeitz weiter? Gibt es da jetzt Spezialtrainingseinheiten? Weil ich denke, ihr wollt die nächsten Wochen, Monate ja wieder ein bisschen was erreichen, oder? Ja, genau. Wir versuchen jetzt 3-mal die Woche Training zu machen. Das heißt Dienstag, Mittwoch und Freitag. Und es klappt bis jetzt auch ganz gut. Insgesamt wird diese Landesmeisterschaft ein faires Turnier. Glücklicherweise ohne große Verletzungen. Es gab insgesamt 29 neue Landesmeister und genauso viele Vize-Landesmeister aus Sachsen-Anhalt. Die Zeitzer fuhren mit 11 neuen Titelträgern nach Hause und haben damit nur eine Goldmedaille weniger als der Spitzenreiter aus Schönebeck. Der gastgebende Verein aus Naumburg freute sich über 2-mal Gold, 2-mal Silber und 1-mal Bronze. Das Schaufenster bei BLK Regional TV. Kennen Sie das? Morgens nach dem Aufstehen schon so müde. Vielleicht liegt es ja an einem schlechten Start in den Tag. Hervorgerufen durch ein unfreundliches Badezimmer. Das muss nicht sein. Lassen Sie die Badprofis vom Handwerksbetrieb Bramel an die Umgestaltung Ihres Bades. Alles aus einer Hand, von der Idee bis zur Ausführung. Fachbetrieb seit 1985 im Gewerbegebiet Schönburg vor den Toren Naumburgs. Inspirationen holen Sie sich in der großen Badausstellung von Bramel. Beratung inklusive. Dann kommen die Handwerker und verwandeln den Waschraum in eine behagliche und entspannende Wellness-Oase mit vielen Highlights. Neue Fliesen, Fußbodenheizung, Badewanne mit Einstiegstür, barrierefreie Duschen, Spiegel mit Radio, Toiletten mit eingebautem Spüler und Trockner, angenehme Beleuchtung sowie neue, funktionelle Badmöbel. Vieles ist möglich, auch in kleinsten Räumen. Sie werden staunen. Wie lange dauert die Verwandlung meines alten Bades? Dazu der Chef Anton Bramel. Ja, der Kunde hat zuerst einmal die Möglichkeit, bei uns im Badstudio sich Ideen zu holen. Die ganze Baumaßnahme dauert in der Regel so 2 Wochen. Ja, wir bieten den Kunden alles an, von der Demontage vom Bad bis zur Installation von Wasserleitung, Heizungsrohre, Wasserleitungen, Lüftung und so weiter, Raumbeinnerlüftung, das Bad fix und fertig, inklusive Fliese, Spanndecke, Möbel und was dazugehört. Und nach wenigen Tagen steht einem entspannten Start in den Tag nichts mehr im Wege. Schlüsselfertig übergeben die Badprofis von Bramel das neue Bad. Lust auf ein neues Bad bekommen? Dann sprechen Sie mit den Fachleuten vom Handwerksbetrieb Bramel, Gewerbegebiet Schönburg am Hohenstein 8 in Naumburg. Telefon 03 445 79 2980. Das Schaufenster bei BLK Regional TV.
Am letzten Wochenende hatten die Weißenfelser die Qual der Wahl. Zum einen galt es, einen neuen Oberbürgermeister zu wählen und zum anderen stellte sich die Frage, mit welchem Boot könnte es denn auf die Saale gehen? Das Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl, das lief ja bekannterweise auf eine Stichwahl am 10. Mai hinaus. Also warum nicht einmal in See, pardon, in den Fluss stechen? Egal ob mit Tret-, Ruder- oder Motorboot. Nachwuchsreporterin Annika Sonderhoff war bei der Saisoneröffnung des Weißenfelser Bootsverleihs mal mit am Steg gestanden. Am vergangenen Wochenende zog es viele Besucher an den Saalestrand. Genauer gesagt zum Bootsverleih neben der Pfennigbrücke. Obwohl die Sonne nur zaghaft hinter einigen Wolken hervorschaute, startete der Weißenfelser Geschäftsmann Heiko Frischleder mit einem Frühlingsfest in die neue Saison. Was die Besucher erleben konnten, erfahren wir in einem Interview. Wir haben ein Kinderkarussell da, wir haben eine Hüpfburg da, wir haben seit neuestem dürfen unsere Motorboote endlich fahren. Wir haben ein neues Tretboot, was mit einem Elektromotor funktioniert, also wo man nicht immer nur treten muss. Wir haben unsere Ruderboote, wir haben ein erweitertes Produktsortiment im Imbissbereich. Also es ist viel Neues und natürlich auch das Alte, was gut funktioniert hat dabei. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, den Bootsverleih zu übernehmen? Der Bootsverleih war lange Zeit geschlossen und dadurch, dass er geschlossen war, habe ich gesagt, irgendjemand muss ihn wieder aufmachen. Ja, und so ist die Idee entstanden, hobbymäßig den Bootsverleih zu betreiben. Natürlich hat der Erfolg viele Väter. Es gab zahlreiche Personen aus dem Freundeskreis oder auch der Politik, die bei der Gestaltung und Umsetzung dieses für Weißenfels großartige Projekt zur Seite standen. Also ein ganz großes Dankeschön ist natürlich an meinen besten Freund Mike Koch, der die Boote managt, weil ich davon gar keine große Ahnung habe und der sich da echt drum kümmert. Unser Oberbürgermeister hat unterstützt, dass wir endlich einen richtigen Bootssteg haben. Ohne den wäre der Bootssteg nicht möglich gewesen, weil alle von der Verwaltung Nein gesagt haben. Natürlich das Kulturamt um Herrn Kehler und Herrn Brückner. Es gibt viele Helfer, also wenn ich jemanden vergessen habe, bitte entschuldigt's, aber es ist wirklich große Hilfe gewesen. Während der gesamten Saison können von Mittwoch bis Sonntag Volleybälle, Federball- und Tischtennisspiele, Boote und Fahrräder ausgeliehen werden. Wer aber lieber die Ruhe an der Saale-Helmstrande genießen will, für den stehen Liegestühle bereit. Bei einem leckeren Getränk oder Snack lässt es sich richtig toll entspannen. Natürlich gibt es auch besondere Höhepunkte in der laufenden Saison. Welche das sind, hat mir Herr Frischleder näher erläutert. Wir haben Ende Mai, Anfang Juni einen Wochenspiegeltag geplant. Sprich, da dürfen alle, die sich da anmelden, kostenlos Boot fahren. Wir werden jede Menge Kinderfeste machen. Wir werden einen Weinabend machen. Wir werden einen Jazzabend machen. Wir werden musikalisches Bootfahren auf der Saale machen. Also es ist einiges geplant. Also immer mal zu uns reinschauen. Der Bootsverleih Weißenfels ist ein Angebot für die ganze Familie. Von Enkel bis Großeltern. Es ist für jeden etwas dabei. Ob nun sanierte Altbauten, Geschäftsräume oder betreutes Wohnen, für jeden Bedarf bietet die WVW Wohnungen in allen Größen in jedem Stadtgebiet ihren Mietern an. WVW. Mehr als Wohnen. Sie planen eine Veranstaltung? Sie möchten, dass Ihr Publikum weiß, was bei Ihnen los ist? Sie wünschen sich ein Event, das ankommt? Dreimal ja? Dann buchen Sie das BLK Regional TV Promotion Mobil. Vollgepackt mit Ton- und Bildtechnik, damit Ihre Veranstaltung gute Unterhaltung bietet. Unsere bekannten und beliebten Moderatoren informieren über Ihre Produkte, Dienstleistungen oder unterstützen Sie bei Ihrer Veranstaltung. Interessiert? Dann sollten wir darüber sprechen. Unter der Telefonnummer 03 4441 22563 erreichen Sie das Team vom Promotion Mobil. Also, wir sehen uns bei Ihrer Veranstaltung. Reko Möbel. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen
bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theißen, Weisenfelser Straße 6 in Theißen. Wissen Sie, Herr Ehlert, ich brauche jemanden, bei dem ich mich mal richtig fallen lassen kann. Ich glaube, ich weiß, was Sie brauchen. Herrlich! Ich mache Sie glücklich. Günstige Mieten, moderne Wohnungen, eine große Auswahl und sicheres Wohnen. Diese vier Eckpfeiler sind das Fundament, auf das die Wohnungsbaugenossenschaft in Weißenfels baut. Mit über 2300 Wohnungen an insgesamt 9 Standorten in der Saalestadt sollte für jeden Geldbeutel etwas dabei sein. Sei es nun zum Beispiel im Wohngebiet Weißenfels Süd in der Marienstraße oder altersgerechtes Wohnen am Kugelberg. Die WBG ist ein Garant für modernes und angenehmes Wohnen, ganz im Sinne ihres Mottos: Wohlfühlen und sicher wohnen. Interfunk Mende, Ihr Fachhändler für Kabel-TV, Multimedia und Veranstaltungstechnik in Ihrer Nähe. Wir stellen Ihnen TV- und Radiosender in bester Bild- und Tonqualität preisgünstig zur Verfügung. In unseren Geschäftsräumen führen wir erstklassige TV-Geräte der Marken Metz, Grundig und Panasonic. Unsere qualifizierten Mitarbeiter stehen Ihnen gern zur Verfügung und beraten Sie umfassend und kompetent. Schauen Sie doch einfach vorbei in Bad Kösen, Borlachstraße 35. Keine Wohnlichkeit im Wolkenkratzer. Wir bieten Wohnqualität. Es gibt viele Häuser und Wohnungen, aber nur ein Zuhause. Wohnlichkeit und Behaglichkeit, das bieten wir Ihnen von der Wohnbau Theißen EG. Weisenfelser Straße 6 in Theißen. Also die geben wirklich alles. Das schöne Wetter lockt zum Radfahren, Wandern oder Grillen. Der zweite Welterbe-Wandertag am Samstag, 25. April, bietet eine gute Möglichkeit, die reizvolle Kulturlandschaft zwischen Saale und Unstrut kennenzulernen. Wer ein Fan von Feuerwehrfahrzeugen ist, der sollte am Samstag einen roten Strich in den Kalender machen und nach Hohenmölsen fahren. Dort startet um 10 Uhr ein großer Feuerwehrumzug durch die Stadt. Weitere Termine aus dem Burgenlandkreis für das kommende Wochenende, die haben wir in gewohnter Weise in unseren Veranstaltungstipps für Sie zusammengestellt. Die Wohnungsbaugesellschaft Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen in Zeitz, präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps für den Burgenlandkreis. Runter vom Sofa und rein in die einzigartige Kulturlandschaft an Saale und Unstrut. Am Samstag, den 25. April, findet auch in diesem Jahr der Welterbe-Wandertag statt. Dazu lädt der Förderverein Welterbe an Saale und Unstrut in Kooperation mit zahlreichen Partnern ein. Im Angebot sind 10 Wanderungen, 3 verschiedene Radwanderungen und 7 Wanderungen zu Fuß. Weitere Informationen und das vollständige Programm an diesem Tag finden Sie auf der Internetseite des Fördervereins unter www.welterbe-an-saale-und-unstrut.de. Treffpunkt ist am Naumburger Domplatz ab 9 Uhr. Am Samstag, den 25. April, lädt sie die diabetologische Schwerpunktpraxis von Dr. Carsten Mielek ganz herzlich zum 17. Hohenmölsner Diabetestag in das Bürgerhaus ein. In der Zeit von 9 bis 12 Uhr werden wieder viele Firmen, die in irgendeiner Form mit Diabetes zu tun haben, hier vertreten sein, um sie umfassend über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten zu informieren. Außerdem werden Ihnen Spezialuntersuchungen und Gesundheitschecks angeboten.
Die Lehrer und Schüler der Sekundarschule Drei Türme in Hohenmölzen möchte ihre topsanierte und moderne Schule am Samstag, den 25. April, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür allen zeigen und alle herzlich in das Schulgebäude in der Erich-Weinert-Straße 18 einladen. Gleichzeitig möchten sie mit der Aktion allen Hohenmölznern und vor allem den Anwohnern der Erich-Weinert-Straße Danke sagen, da sie in der Bauphase den Lärm und den Schmutz erduldet haben. Servus Peter! Am Sonntag, den 26. April, können Sie im Zeitzer Hützit Kultur- und Kongresszentrum das Heile Welt Musical mit den Hits von Peter Alexander und vielen anderen erleben. Mit viel Schwung, Musik und Komik wird in den Biergarten des Gasthofs im Weißen Rössel eingeladen. Wie ehemals der bekannte Sänger Peter Alexander im gleichnamigen Filmklassiker von 1960, wirbt bei Servus Peter der sympathische Oberkellner mit charmanten Ideen um das Herz seiner Wirtin. Entertainer Peter Grimberg ist in dieser Rolle zu bewundern und Unterstützung bekommt er unter anderem von Horst Freckmann als Heinz Erhardt. Fans können sich in die Zeit der großen Stars entführen lassen und die Musik von Peter Alexander sowie die Hits der 50er und 60er Jahre neu erleben. Lieder wie »Ich zähle täglich meine Sorgen« oder »Ich will keine Schokolade« werden passend in die Handlung mit eingebunden und machen den Abend zu einem unterhaltsamen Augen- sowie Ohrenschmaus. Beginn ist um 16 Uhr. Die Freiburger Winzervereinigung lädt am Samstag, den 25. April, zu einer Weinbergsführung ein. Genießen Sie die einzigartige Aussicht vom Schlifter Weinberg und erfahren Sie allerlei Wissenswertes über die Arbeit des Winzers. Im Anschluss daran können Sie noch an einer Erkundungstour durch die Kelleranlagen teilnehmen. Los geht's um 10 Uhr. Am Mittwoch, den 29. April, ist der Kriminalbiologe Dr. Marc Benecke im Zeitzer Theater Kapitol zu Gast. Der Kriminalbiologe analysiert Insekten, die auf Leichen gefunden wurden, um Verbrechern das Handwerk zu legen. Durch seine Analyse konnten schon unzähligen Verbrechern weltweit das Handwerk gelegt werden. Jetzt geht Marc Benecke mit einem Infotainment-Abend auf Deutschlandtour. Gezeigt werden nicht die üblichen »Wo ist hier der Fehler?«Bilder, sondern Aufnahmen stark entstellter Leichen. Nur durch detaillierte Nahaufnahmen lassen sich die wirklich interessanten Fragen klären. Fragen, die Marc Benecke keine Ruhe lassen. Denn der Kölner ist für Polizeibehörden aller Herren Länder rund um die Uhr zu erreichen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Was Passendes gefunden? Dann viel Spaß dabei, wünscht Ihnen die Wohnungsbaugesellschaft Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen in Zeitz. Das Frühjahr ist im vollen Gange. Da packt einen doch das Aufräumfieber. Nun wird sortiert, entrümpelt und entsorgt. Doch aufgepasst, der eine oder andere Gegenstand, den man selber nicht mehr braucht, könnte in bare Münze umgesetzt werden. Wie das funktioniert und was man dabei beachten sollte, das zeigen wir Ihnen jetzt in unseren Tipps. Kai hat genug vom grauen Winter und will ihre Wohnung frühlingsfit machen. Für neue Sommermode braucht sie Platz in ihrem Kleiderschrank und will dabei auch noch etwas verdienen. Ich würde gerne ins Warme fliegen. Mir ist das hier wirklich gerade viel zu kalt und ich erhoffe durch das Zusammensammeln alter Kleidungsstücke, dass genügend Kleingeld dabei rumkommt, damit ich mir so einen Städtetrip nochmal leisten kann. Viele Verbraucher ahnen nicht, welche Schätze in ihren Schränken schlummern. Laut einer Studie von TNS Infratest liegen durchschnittlich 40 Gegenstände im Gesamtwert von über 2000 Euro ungenutzt in deutschen Haushalten. Vor allem von gebrauchten Handys scheinen sich die Deutschen schwer trennen zu können. Die Studie zeigt, dass jeder Deutsche mindestens ein Mobiltelefon zu viel im Haus hat. Insgesamt sind es mehr als 43 Millionen. Dazu kommen 85 Millionen Handtaschen, die nicht mehr gebraucht werden. Neben Kleidung und Accessoires findet Kai auch ihr altes Smartphone und einen original verpackten Blu-ray-Player. Mit den Tipps von Online-Verkaufsexpertin Marita Zübock will sie im Internet alles zu einem möglichst guten Preis verkaufen. Also das Allerwichtigste ist natürlich erstmal die Artikelbezeichnung. Was kaufe ich denn gegebenenfalls? Da gucken die Käufer als erstes drauf. Was hat das für eine Größe? Welche Marke ist es? Also alle wichtigsten Kerninfos auf einen Blick.
Bei Kleidung ist es besonders wichtig, eben den Konsumenten auch ein Gefühl dafür zu geben, was ist es denn für ein Stil zum Beispiel, was habe ich auch für Maße, also damit das Ganze dann auch wirklich passt, wie ist es mit der Ärmellänge, damit man dann da auch Fehlkäufe vermeidet. Außerdem soll Kai die Ware möglichst detailliert beschreiben. Da die Käufer die Ware nicht anfassen können, bekommen sie so ein noch besseres Bild und entscheiden sich leichter zum Kauf. Anschließend widmen sich die beiden den Elektroartikeln. Der Profi weiß, dass Smartphones beliebte Artikel bei Online-Auktionen sind. Gerade bei Smartphones gibt es so ganz klare saisonale Tendenzen. Also gerade im Frühjahr und im Herbst stellen die wichtigsten Technikhersteller immer Neuware vor. Und in dem Moment wird ganz, ganz viel verkauft und gekauft auch von privat. Also das ist ein sehr, sehr guter Zeitpunkt. Kais Startpreise sollen möglichst niedrig sein. Marita Zübock empfiehlt in den meisten Fällen mit 1 Euro zu beginnen. Damit startet der Verkauf zu einem attraktiven Preis und weckt das Interesse möglichst vieler potenzieller Käufer. Diese Strategie funktioniert am besten bei besonders begehrten Produkten. Kais Blu-ray-Player zählt dazu. Neuware lässt sich gerade im Technikbereich wahnsinnig gut online verkaufen, weil Leute natürlich immer auf der Suche nach Schnäppchen sind. Und in dem Moment, wo ich original verpackte Neuware habe, habe ich natürlich die besten Voraussetzungen, das Ganze vielleicht nur 10 Euro unter dem Originalpreis dann auch wieder zu verkaufen. Die Expertentipps haben sich bezahlt gemacht. Nach einer Woche Online-Auktion ging Kais Blu-ray-Player für 148 Euro weg. Das alte Smartphone brachte 133 Euro und für die Kleidung kamen noch einmal 312 Euro obendrauf. Mit dem Erlös der Online-Verkäufer hat Kai sich ihren Kurztrip in die Sonne gebucht. Der Frühjahrsputz hat sich gelohnt und der Urlaub kann kommen. Land auf und Land ab, grünt und blüht es bereits überall. Der Frühling zeigt sich mit ein paar Ausnahmen, versteht sich, von seiner besten Seite. Wie es am Wochenende aussieht und ob Sie zum Grillen in den Garten gehen können, hier die Wettervorschau für das Wochenende im Burgenlandkreis. Am Samstag ist es teils wolkig, teils heiter. Nur vereinzelt ist örtlich mit Niederschlag zu rechnen. Der Wind weht schwach bis mäßig. Die Temperatur steigt auf 16 bis 20 Grad. In der Nacht zum Sonntag ist es stark bewölkt bis bedeckt. Örtlich muss auch mit Hochnebel gerechnet werden. Niederschlag wird nicht erwartet. Die Temperatur geht auf 12 Grad zurück. Am Sonntagvormittag ist die Bewölkung meist noch gering. Tagsüber gibt es dann aber insgesamt mehr Wolken als Sonnenschein. Der Wind weht mäßig aus Südwest und die Temperatur erreicht Werte von 17 bis 20 Grad. In der Nacht zum Montag kommt es bei starker Bewölkung zunächst noch zu örtlichen Schauern und einzelnen Gewittern. In der zweiten Nachthälfte ist es meist niederschlagsfrei und die Bewölkung lockert auf. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest und die Temperatur geht auf 12 bis 10 Grad zurück. Und auch zu Wochenbeginn setzt sich das relativ freundliche Wetter mit Temperaturen um die 17 Grad fort. Damit sind wir schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung angelangt und jetzt kann es kommen, das Wochenende. Am Dienstag begrüßt Sie an dieser Stelle wieder meine Kollegin Maud Mittag mit der neuen Ausgabe von BLK Regional und aktuellen Themen aus dem Burgenlandkreis im Gepäck. Dann unter anderem von der Eröffnung der Festwoche der Hohenmölser Feuerwehr anlässlich Ihres 150. Geburtstages. Außerdem möchte ich Ihnen noch die neueste Ausgabe unseres Motormagazins Einfach Mobil ans Herz legen. Die Ausgabe ist jetzt zu sehen. Und wenn Sie es verpasst haben, natürlich auch online bei uns auf der Homepage. Auch in diesem Monat haben wir für Sie wieder jede Menge Neuigkeiten rund um Vier- und Zweirädern zusammengefasst. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal ein schönes, hoffentlich sonniges Wochenende. Lassen Sie es gut gehen und sage auf Wiedersehen.